Ich muss erstmal hier nochmal gucken und kontrollieren, ob hier auch wirklich alles tot ist. Sieht aber gut aus. Alles klar. Sieht gut aus. Bereit machen zum Feiern, Travers! Ja, natürlich, na klar. Ich bin immer bereit. Gemacht. Ich hol sie mir. Ich rücke vor. Denk sie von mir ab. Mal gucken, ne? Mal sehen. Mal sehen, wie ich dazu Zeit habe. Oh, Verzeihung. Verzeihung. Jetzt vorher der andere gesessen. Gut, weiter, weiter, weiter. Die Hände sehen alle so gleich aus hier. Nö. Oh, Typ. Einer auf dem Bot. Nein, alles da. Was macht er jetzt? Ja, ja, geht schon. Mein Gott, dann halt doch mal deinen Arsch von meiner Waffe weg. Mann, das war knapp. Mann, der war knapp. Natürlich, natürlich. Gut, gut, gut. So. Gut, cool. Das ist schon mal sehr schön. Aber wir müssen noch höher. Gut. Beobachtungsturm gesichert. Na toll. Ja, recht gute Arbeit, wenn sich die Leute selbst in die Luft sprengen. Oder selbst in die Luft jagen müssen, weil sie in der irgendwo hängen bleiben. Zwischen zwei sehr lose liegenden Blättern. Ich guck mal kurz nach Midis. Midis, Midis, Midi. Hier war Midi und hier war doch auch noch irgendwo Midi. Ich glaube nicht hier. Sondern, ich glaube, er hier hinten in der Ecke war das. Ja, genau. Ich erinnere mich richtig. Träumchen. Dann geht's jetzt mal hoch auf den Turm. Los. Jetzt hier hoch. Guten Tag. Gut. Ich meine nur. So, gucken wir mal hier. Aha, aha, aha. Hier ist ja nichts. Hier ist ja sonst nichts los. Das heißt, wir müssen jetzt zur Radaranlage. Das machen wir natürlich jetzt auch noch. Ja. Mit steigenden Levelzahlen wird das Spiel immer länger. Immer fordernder, etwas schwieriger. Gut, 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 gut. Ich weiß, wir müssen weiter. Hier zum Fahrzeugplatz. Hier sind wir doch hier durch, oder? War irgendwie so. Hm, ja, war so. So. Ich laufe schon wieder. Die ganze Zeit laufe ich wieder. Zu wem? Habt ihr nach? Okay. Ja, ja, ja. Eier sagen. Der wird down. Sagt, muss auch mal Bar sagen. Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Wie kommen wir jetzt da hoch?
So nicht. Jungs, habt ihr irgendwie eine Idee? Wäre toll. Wir müssen hier eigentlich rüber. Dann müssen wir weiter den... Das Ding sicher mal weg. Ich muss mal kurz gucken. Zerstöre die Radarantenne. Okay, alles klar. Wir müssen nur die Radarantenne zerstören. Ach, ich weiß. Ich weiß. Wieder zurück. Wir müssen dafür einmal drum rumlaufen. Ja. Was? Was? Querschläger? Von wo? Das war doch nicht mal Querschläger waren. Es war gezieltes Feuer. Ach du! Du schießt dein Blei auf mich. Kleiner Penner. Alles klar. So, gucken wir mal hier. Aua. Gucken wir mal hier. Ich bin ausgerutscht. Was soll das? So. Na? 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 Toll. Klasse. Ja, das war jetzt sehr intelligent. Ich gehe einfach mal hier lang. Vielleicht lohnt sich das ja eher. Natürlich lohnt sich das mehr. Warum? Warum umgehen? Ich werfe mal eine Granate rein, ne? Mit Kartoffel. Ciao. Cool. Ging doch. Runter! Für wen denn runter? Hm? Seh das mal. Muss doch schon mal was riskieren im Leben. Oh, oh, oh. Außerdem. Oh, hier, guck mal. Oh, Verzeihung. Ich brauche mehr Munition. Ist doch überall genug rum. Junge, mach mal Augen auf. Aber hier ist alles gut. Ich nicht, noch nicht. Immer noch nicht. Ja, ich reichlich. Okay, einmal hier jetzt mal. Ah, Mist. Ah, ich habe nicht auf die Gesundheit geachtet. Ach, kacken. Okay, weiter. Also, wo landen? Hier hinten landen. Irgendwo hier. Ah, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, 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 ja. Und hier kommen wir langsam. Auch mal Landung. Freundchen. Aber. Das geht aber, wa? Wir spinnen auch. Du triffst gleich vorne unterm Arsch. So. Dann geht's hier weiter. Das ist doch nur noch die Antenne. Muss doch irgendwie zerstörbar sein. Da. Wir müssen sie umgehen. Ja, passt schon, passt.
Ich versuche von der Seite, alles da. Ich versuche von der Seite. Ah, hier, da sitzt er schon. Hier, zack. Ciao. Granate. Gut. So eng rum. Alter, da ist hier was los. Ja, normal ist nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad als Anfänger, ne? Amateur. Ich habe nur eine Granate, ist gerade nicht so viel. Ach. Ja, du kannst keine Kinder mehr zeugen. Hey, was ein Pech aber auch. Gut. Medi. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, die Kampfmunition ist voll. Dann mal hier hoch. So. Irgendwo einer. Hier ist noch einer. Ciao. So. Auf bis B. Bitteschön. Gern geschehen. Das macht gar nichts. Oh, oh, oh. Hier war ein bisschen sehr viel Blei in der Luft. Lass das. Mann.
einmal dahin. Warum setzt er mich falsch rum hier hin? Danke. Da ist keiner, ist gut. So, hier lang. Soll ich vielleicht erstmal Ammo holen? Ein bisschen Munition. Wo ist sie? Da. Hier nicht. Hier. Dankeschön. So, und jetzt zurück aufs Schlachtfeld. Gerade schön ruhig hier, ne? Hier könnte man bleiben. Hier könnte man campen. Hier will ich wohnen. So. Da waren wir schon. Alles da, da müssen wir durch. Hallo? Wer denn? Okay, weiter geht's. Mein Jungs. Alles okay? Ja, ja, geht so. Muss. Ciao. Warum? Engen Rollen hier. Okay, such mal Helm. Oh. Oh, sorry. Ich habe einen sehr nervösen Zeigefinger. Entschuldigung. Kurz hier nach oben. Junge. Ich bin's nur, alles gut. Du triff doch mal. Das sieht doch nicht mal so. Was ist denn Scheiß da? Dieser Abschuss geht dann wohl auf die Navy, hä? Huh? Das ist ein Offizier. Ganz raus. Haben wir da jetzt keine Waffen gehalten? Wir müssen diese Bunker erreichen, bevor noch mehr Männer an Land gehen. Wir rücken langsam vor, aber seid vorsichtig. Holt sie euch der Reihe nach. Was? Wir gehen da runter? In die Gräben? Ja. Natürlich! Wir sind Luftlandetruppen! Ja, wir haben am Boden nichts zu suchen. Mordlöcher. Braucht man hier mal ein bisschen was? Braucht Zeug.
Okay, komm, wir gehen auch runter. Ach. Was haben wir? Wir haben Maschinengewehre. LKWs. Ja, doch unten, Mensch. Wofür? Ja, bitte, bitte, bitte. Gänge schön. Derzeit wieder. Ach, na du. Du hast dein letztes Kind gezeugt. Steig doch mal. Ich möchte hier hoch. Danke. Sehr gut. Hätte besser sein können. Wir müssen diese Schätze zum Schweigen bringen. Sehe ich genauso. Gut. Noch einer. Sehr gut. Sehr gut. Da drüben ist noch ein Bunker. Ja. Vorwärts. Jawohl. Ich soll da wieder herausfinden. Ist ein Bunkergebirge. Weiter hier auch nicht.
Was soll das denn? So was. Für ein Unhold. Was ist hier wieder hier? Ja. Meine Wegfindung. Dankeschön. Ah ja. So. Ich möchte hier hoch. Na, einmal irgendwo hoch möchtest, weißt du? MP40, ja, ich weiß nicht. Thompson. Sturmgewehr. Sturmgewehr. Hat noch ein bisschen mehr Mini. Na komm, bleib mir mal Gesicht. Ach Mann, glaubst du es denn? Gut, alles klar. Kurz reinmünzen, ist nichts. Okay. Na? So oft ist das Ex-Mumstier. Ich muss dafür bestraft werden. Gut, sehr gut. Gute Arbeit. Danke. War schön. Colonel Scott Webb, kommandierender Offizier. Abschlussbericht für Operation Neptun. 6. Juni 1944. Absprung hinter den feindlichen Linien bei Tagesanbruch. Trotz schwerer Verluste wurden alle Einsatzziele erreicht. Nach der Sicherung der Hauptbatterie haben wir sämtliche Stellungen der Deutschen am Utah Beach zerstört. Unsere Truppen rücken jetzt von den Stränden ins Landesinnere vor. Ich zweifle nicht daran, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen und der Mut der Soldaten auch kommende Generationen inspirieren wird. Bleibt zu hoffen.